Also, 11 Tänzerinnen, ein Tänzer und traditionelle irische Choreografien, selbst ausgedacht aus Mönchengladbach. Genau, Markus, du fängst einfach an. Thank you.
Abend. Wir sind die Gruppe Kaylee aus Mönchengladbach. Und das hier ist die Kira, die musste ich jetzt auf dem Arm behalten, weil die schon ganz müde ist. Aber die kennt das schon noch in meinem Bauch, hat sie auch schon mitgetanzt und ansonsten ist sie auch immer dabei. So, ich rede jetzt ein bisschen und erzähle was von Kaylee. Wir sind, wie gesagt, aus Mönchengladbach, beziehungsweise unser Trainingsort ist dort. Und die Mitglieder der Gruppe, die kommen in einem ziemlich großen Radius dahin. Also meine Schwester zum Beispiel kommt aus Wuppertal, das sind ungefähr 70 Kilometer. Die macht sie zweimal die Woche, weil es einfach so schön ist. Das heißt, wer von euch irgendwie Lust hat, auch ein bisschen Irish Dance zu lernen, der ist bei uns herzlich willkommen. Männer, Frauen, Kinder, wir hatten auch schon mal Neunjährige dabei, das hat immer gut gepasst, wir sind wie eine Familie. Und ja, eine von uns, das sage ich zum Schluss aber nochmal, die hat heute ihren allerletzten Auftritt bei uns, aber auch nicht, weil sie keine Lust mehr hat, sondern weil sie nach Norddeutschland zieht. Und eine von uns gibt es sogar, die hat sich in einen Iren verliebt und ist jetzt nach Irland gezogen. Also so treibt uns auseinander. Und wir haben damals gesagt, du glaubst ja wohl nicht, dass du jetzt ohne uns hier so weitermachen kannst. Wir kommen dich besuchen und tatsächlich fahren wir jetzt im November mit 16 Leuten aus der Gruppe nach Irland. So sind wir, wir haben einen ganz guten Zusammenhalt. Wir machen Tänze auf Hardshoes und auf Softshoes. Einige unserer Choreografien sind irische traditionelle Tänze. Ich glaube, heute Abend allerdings haben wir nur eigene Choreografien. Also die habe ich dann irgendwann gemacht. Und wir machen manches auch gar nicht so ganz perfekt traditionell, sondern haben auch so ein bisschen unseren eigenen Stil entwickelt inzwischen und machen Tänze auf Softshoes, die wir gerade gesehen haben. Und jetzt machen wir so einen kleinen Übergang zu den Hardshoes. Jetzt wird es ein bisschen lauter auf der Bühne. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß und schlaft nicht ein und jubelt kräftig mit. Viel Spaß noch bei Kaylee. Unseren zweiten Schuhwechsel hören wir jetzt ein kleines Solo von unserem Drummer Dr. Markus Ermes. Spaß! Thank you.
Anders. Vielen Dank. Das ist euer Applaus. Dankeschön. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr beim 10-Jährigen.